Ein gemeldetes Feuer im Stadtteil Klarenthal. Dort im Hof Klarenthal. Dort würde ein Gebäude in Vollbrand stehen. Auf der Anfahrt war ein Löschtisch der Feuerwache 1 durch die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte. Zum Eintreffen fanden wir das Hof Klarenthal. Das ist ein L-förmiger Bau. Der betroffene Bauteil oder Bauabschnitt hat eine Abmaßung von ca. 10 auf 50 Meter und in drei Abschnitten unterteilt ist, wovon der mittlere Abschnitt im Vollbrand steht. Ja, also dadurch, dass wir stadtauswärts uns befinden, hatten wir erstmal die Schwierigkeit, eine große Wasserversorgung aufzubauen. Da lag unser Fokus natürlich auch, den Riegel, die anderen Gebäudeteile zu halten. Wir haben ein Wenderohr eingesetzt und einen Außenangriff durchgeführt, damit wir die nicht betroffenen Gebäudeteile halten konnten. Genau, wir hatten einen offenen Dachstuhlbrand im mittleren Bereich. Aus den angrenzenden Gebäudeteilen drang bereits der Rauch aus. Aber durch den Innenangriff konnten diese Gebäudeteile gehalten. Gut, das ist ein sehr großes Objekt.
sodass wir uns erstmal planen werden mussten, sind denn Teile dieses Objektes bewohnt oder nicht? Und auch ganz wichtig, was ist in diesem Objekt gelagert? Das konnte relativ schnell in Erfahrung gebracht werden, sodass wir eine übersichtliche Lage hatten und in zügigen Löchern durchführen konnten. Wir haben hier von Gartenmöbeln über Brennholz alltägliche Gegenstände, das ist gefährlich. Wir hatten alle drei Wachen der Wiesbadener Berufsfeuerwehr im Einsatz sowie mehrere freiwillige Feuerwehren. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir auch noch im Innenstadtbereich Paralleleinsätze. Also hier an der Einsatzstelle befanden sich zu diesem Zeitpunkt alle drei Wachen der Berufsfeuerwehr bis zum freiwillige Feuerwehrstadtmitte. Also wir werden bis in die Mittagsstunden größere Nachlöcharbeiten durchführen müssen. Es befinden sich sehr viele Blutnester in dem Gebäude. Es besteht in Teilen des Gebäudes eine Einsturzgefahr, sodass wir hier mit der gewohnten Sicherheit Nachlöcharbeiten durchführen. Circa mit 40 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Wir hatten im Einsatz zwei Wenderohre. Wir hatten einen B-Rohr im Außenangriff und drei Trupps im Innenangriff, um den Brandwinkel zu halten. Mein Name ist Philipp von Filten, Berufsfeuerwehr Wiesbaden, Brandrober Fritze.
Okay.
Pralinen, du siehst es doch. Der Feuerwehr gab kein Problem. Moin. Ja, morgen. Ich denke mal, die kommt hier. Ich glaube, da kommt es nicht richtig durch, weil ich habe hier eigentlich nur eine Pfanne. Also eigentlich der Gastronomiebereich, was ich dir gesagt habe, ist die Küche einmal. Die habe ich gerade gesehen. Also die Küche drin, von unten dieser Boden vom L. Der unten.
von Düsseldorf ist rechts noch die Küche und links der zweite Teil. Ja, aber das verlängert das Ganze nur. Ja, aber genau diese, aber so kommen wir nicht weiter. Ja, weiß ich, deswegen habe ich ja versucht, relativ schnell zu arbeiten und mich verabschieden. Also, der untere Teil, genau, links und rechts, nee, Quatsch, rechts ist die Küche und links. So, und Luftbrüche. Ja, es ist ein Lager. Ich habe mal gerade mal drin, das ist Holztür und Paletten und weiß ich nicht. Dann hast du verschiedene Utensilien. Okay. Alles klar. Mit Wasser verdeutlichen.
Machen wir lieber Lagerraum. Der Müller ist auch da. Nee, das muss ich sagen. Ich muss das nicht sagen. Ja, das hat aber damit was zu tun, dass ich hier raus. Thank you.
Laufen Sie gerade auf der linken Seite, bitte.